Von einer Lawine erfasst zu werden, bedeutet immer Lebensgefahr. Daher die überragende Bedeutung, risikobewusst zu entscheiden und zu handeln, um erst gar nicht mit dieser Notsituation konfrontiert zu werden. Dennoch müssen wir auf einen Unfall vorbereitet sein, da Lawinen nicht immer vorhersehbar sind, da wir Menschen sind und Fehler machen oder auch um anderen zu helfen. Und die Chance lebt, die Chance, Leben zu retten, wenn es uns gelingt, möglichst rasch, möglichst innerhalb der ersten Viertelstunde den Kopf freizulegen und die Atmung zu sichern. In diesem Zeitfenster, in den ersten 15 Minuten, liegt die Überlebenschance jener ganz Verschütteter, die den Lawinenabgang überlebt haben, bei 90%. Wir haben hier unser vorbereitetes Suchfeld. Eine Person ist verschüttet. Wir spielen jetzt das gesamte Basisablaufschema durch. Zuerst gilt es, Ruhe zu bewahren, sich diese eine Sekunde gönnen, tief durchatmen und sich bewusst machen, dass man sein Bestes geben wird. Bevor die eigentliche Rettung beginnt, ist es wichtig, wenn der oder diejenige mit der größten Erfahrung das Kommando übernimmt. Gerhard, du übernimmst die LVS-Suche. Ja, passt. Wir alle anderen schalten die LVS-Geräte aus. Magdalena, du gehst ein Stück da zurück und setzt einen Notruf ab. 140. Thomas, wir bereiten die Schaufeln vor und folgen dem Gerhard. Den Rucksack nehmen wir mit. Ja, ein Tüter. Ja, ich schicke die Koordinaten. Für die Suche mit dem LVS-Gerät haben sich international 4 Phasen etabliert. Signalsuche. Signal! Grobsuche. Feindsuche. Und Punktsuche. Treffer! Die Signalsuche ist dann notwendig, wenn ich vom Verschütteten kein Signal empfange, mich also außerhalb der Empfangsreichweite befinde. Um kein Signal zu übersehen, bewegen wir uns in Suchstreifen. Wir gehen in Serpentinen, wenn nur eine Person sucht, in parallelen Suchstreifen bei mehreren Rettern. Die Suchstreifenbreite ist geräteabhängig. Eine allgemeine Empfehlung sind mindestens 20 Meter. In dieser Phase bin ich möglichst schnell und mein Blick ist nicht auf das Display des LVS-Gerätes gerichtet, sondern auf die Schneeoberfläche, um Gegenstände oder Körperteile zu erkennen, die aus dem Schnee ragen. Und keine Angst davor, dass du am Display etwas übersiehst. Das erste Signal eines LVS-Gerätes ist akustisch, ist ein Ton. Signal! In diesem Augenblick ertönt mein Ruf Signal. Damit endet die Signalsuche. Es folgt die Grobsuche. Jetzt ist mein Blick auf das Display gerichtet. Ich folge den Pfeilen. Gleichzeitig beobachte ich die Meterangaben, die zunehmend kleiner werden. In der Phase der Grobsuche bewege ich mich etwas langsamer als in der Signalsuchphase, aber immer noch schnell. Bis zur Anzeige am Display 10. Es folgt der laute Ruf 10 als Information an meine Partner über den Fortschritt meiner Suche. Ab 10 werde ich deutlich langsamer, präziser. Der Richtungspfeil am Display steht mittig und ich senke mein LVS-Gerät langsam Richtung Schneeoberfläche. Der gesamte Suchvorgang ähnelt 10. dem Landeanflug eines Flugzeugs, Airport Approach. Je näher die Landebahn, desto langsamer und präziser die Bewegung. Die Anzeige 5 auf dem Display wird wieder mit lautem Ruf quittiert. 5. Ich bin nun in einem Abstand von maximal 5 Metern zum Verschütteten. Jetzt senke ich das LVS-Gerät ganz auf die Schneeoberfläche. Das Flugzeug landet. Jetzt beginnt die Feindsuche. Bei der Anzeige 2 oder 3, je nach Hersteller, verschwinden die Richtungspfeile. Ab jetzt arbeite ich nur mehr mit der Entfernungsanzeige. Ich bewege mein Gerät sehr langsam und präzise auf einer Linie, ohne es zu verdrehen, und suche den kleinsten Wert. Einmal einkreuzen und den Punkt mit der geringsten Distanzanzeige mit Handschuh oder Mütze markieren. Damit endet die Feindsuche und ich verstaue mein LVS-Gerät.
In der Phase der Punktsuche geht es ums Sondieren. Ich sondiere zuerst direkt beim markierten Punkt. Dann weiter im Abstand von 25 bis 30 cm spiralförmig nach außen, immer im rechten Winkel zur Schneeoberfläche. Wenn es bei den einzelnen Sondenstichen einen Tiefenunterschied gibt, typisch ist auch das leichte Zurückfedern der Sonde beim Auftreffen auf einen Körper, wird das kommentiert mit Treffer. Treffer! Die Sonde bleibt stecken, sie dient als Orientierungshilfe beim Graben und informiert über die Verschüttungstiefe. Mit dem Sondentreffer beginnt die zeit- und kraftaufwendigste Phase, das Ausschaufeln. Wir graben im Abstand der Verschüttungstiefe von der Sonde entfernt und räumen den Schnee nach hinten weg, um eine möglichst flache Rampe herzustellen. Nur so kann ein Mensch aus dem Schnee befreit werden. In dieser Phase wird alles einem einzigen Ziel untergeordnet. Hin zum Kopf, Kopf frei, Atemwege frei. Die letzten Zentimeter hin zum Kopf arbeiten wir mit den Händen und stellen fest, zuerst Bewusstsein vorhanden. Dominik, hörst du mich? Ja. Dominik ist bei Bewusstsein. Magda, hast du im Biber gesagt? Atemwege frei, Atem vorhanden. Dann wird der Verschüttete ganz aus den Schneemassen befreit und bestmöglich gegen Kälte geschützt, mittels Biwaksack, Alu-Rettungsdecke und Kleidungsstücken. 2, 3. 1, 2, 3. Super. Super, Dominik. So, dann packen wir die Kleinen, gell? Bei den vier ist dann schon klein, ja? Ja. Dann warten auf die organisierte Rettung. Ist kein Atem vorhanden, erfolgen sofort noch in der Schneehöhle die ersten 5 Atemspenden. Dann weiter ausgraben und ehestmöglich mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen. Es ist essentiell, dieses Ablaufschema zu lernen und mindestens einmal am Beginn des Winters zu üben. Uns muss bewusst sein, dass ein Lawinenunfall immer eine enorme Stresssituation darstellt. Und nur wenn ich ein Schema verinnerlicht habe, bin ich in der Lage, situationsangepasst zu agieren, richtig zu improvisieren und Leben zu retten. Zeit ist Leben.